Hallo und herzlich willkommen hier bei Modern Union. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute möchten wir euch wieder etwas ganz Neues vorstellen, und zwar von der Firma ESU. Eine V160, um genau zu sein, die Baureihe 218. Hier ein ganz besonderes Modell, nämlich die 218, 217 in der TEE-Lackierung. Und dieses wunderschöne Modell werden wir uns gleich genauer anschauen. Grober Ablauf zum Video. Wir werden gleich zum Vorbild etwas verlauten lassen. Dann werden wir raus in die freie Wildbahn wieder gehen, uns die Fahr- und Soundeigenschaften dieser wunderschönen Lok anschauen und vor allen Dingen auch anhören. Dann kommen natürlich die ganzen Informationen hier zu unserem Modell in 1 zu 87. Und zu guter Letzt, was sollte da natürlich fehlen? Natürlich das Schlusswort. Ja, neu haben wir auch für euch extra eingerichtet. Ihr könnt jetzt unten in der Videobeschreibung zu dem Teil des Videos switchen, zu dem ihr gerne Informationen haben wollt. Das heißt, wenn euch Informationen zum Vorbild euch am Herzen liegen, könnt ihr dahin gehen. Oder wenn ihr nur die Sounds euch anhören wollt, könnt ihr natürlich auch direkt zu der Stelle im Video hinspulen. So viel also vorweg. Alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber erstmal los mit unserem Video. Alle Informationen zum Vorbild dieser wunderschönen Lok, nämlich der Baureihe 218, haben wir bereits schon in einem Video ausführlichst besprochen. Dieses Video habt ihr eingeblendet und natürlich auch den Link unten in der Videobeschreibung. Es ist eine Lok der Firma Rocco, aber das Vorbild, die Baureihe 218, dort sind die Informationen natürlich gleich zu unserer Lok hier. Was man allerdings noch dazu sagen kann, ist, dass die Baureihe 218 wirklich das Ergebnis einer jahrelangen Erprobung in der V160-Lok-Familie darstellt. Es ist wirklich der Höhepunkt der damaligen Technik, und diese Lok kam wirklich im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz und hat wirklich alles gezogen, was man sich so an den Haken vorstellen kann. Wie gesagt, wenn euch diese Informationen jetzt noch unter den Nägeln brennen, könnt ihr einfach auf das andere Video klicken und euch dort diese Informationen anschauen. So viel also zum Vorbild. Wir gehen jetzt raus in die freie Wildbahn und schauen uns diese Lok etwas genauer an, wie sie klingt und wie sie fährt. Viel Spaß dabei.
von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Machen wir weiter mit dem Modell hier in 1 zu 87. Bevor wir aber da loslegen, schauen wir uns erstmal an, was kommt mit der Lok noch zu uns. Erstmal esotypisch wird die Lok in einem Hartkunststoffkarton geliefert mit einem Einschuber hier, wo auch die Lok esotypisch drauf festgeschraubt ist. Das heißt, da kann wirklich nichts wackeln. Alles schön mit Kunststoff ausgekleidet. Man schraubt die Lok los, kann sie dann rausnehmen und dann aufs Gleis stellen. Es ist ein Begleitheft dabei. Esotypisch ist hier wirklich alles wunderschön drin erklärt, auch richtig schön mit Bildern. Die Vorgeschichte ist auch nochmal erklärt zur 218. Dann haben wir einmal hier die Erklärung, wie wir die Lok von AC auf DC umstellen. Denn Serienausführung der Lok ist eigentlich AC. Das heißt, wir haben unter der Lok den Schleifer montiert und die Lok steht auf AC. Wenn wir sie, wie jetzt hier bei uns zum Beispiel, zu Fahraufnahmen halt umbauen müssen auf DC, ist es einfach relativ einfach. Man hat diese Zange, die ESO bei jeder Lok mit beiliefert. Da haben wir dann die Möglichkeit, den Schleifer zu packen, abzuziehen vom Drehgestell, und unten drunter ist dann halt ein Schalter. Den sehen wir hier, den stellen wir einfach von AC auf DC um und schon können wir mit der Lok auf Gleichstromanlagen fahren. Wenn wir es natürlich umgekehrt machen möchten, dann muss man natürlich von DC auf AC stellen und natürlich wieder den Schleifer montieren. Das ist ein einfaches Klicksystem, das heißt, da wird einfach unter dem Drehgestell fixiert kurz und dann angeklippt. Ja. Dann haben wir hier die Übersicht über alle Soundfunktionen und dann geht es weiter mit der Wartung der Lok, wo geölt werden muss, wo geschmiert werden muss, ab und zu, wenn man sie sauber machen will. Dann haben wir die einzelnen CVs hier aufgeführt, hier auch nochmal zur Störungsbehebung oder zur Wartung, zum Saubermachen, und hier ganz zum Schluss auch nochmal Kontaktmöglichkeiten zu ESO. Also wie gesagt, alles in allem ein sehr schönes Begleitheftchen. Mit dabei ist ebenfalls eine Pipette, um das Rauchdestillat in die Lok einzufüllen. Das Rauchdestillat ist hier nicht mit bei, das muss man sich separat kaufen. Und dann noch eine separate Tüte, dort ist die zweite Bügelkupplung und nochmal verkürzte Bremsschläuche. Warum verkürzte Bremsschläuche? Wir haben bei der Lok auf der einen Seite, nämlich hier vorne, wo sich auch der Lokführer befindet, diese Seite ist schon komplett zugerüstet. Das heißt, mit den langen Bremsschläuchen, mit der Nachbildung des Zughakens und natürlich fehlt hier die Kupplung. Also sprich, diese Kupplung fehlt hier. Auf der anderen Seite sieht das Ganze dann anders aus. Hier haben wir dann die Kupplung montiert. Und hier drüber sehen wir dann halt auch die verkürzten Bremsschläuche. Die verkürzten Bremsschläuche eben deswegen, damit die Kupplung hier freies Spiel hat, wenn man in die Kurven fährt. Das, wie gesagt, kann man dann nachträglich ändern. Hier vorne die Seite, das ist der sogenannte Vitrinenmodus. Im Prinzip, dass halt alles, was dran gehört, auch wirklich dran ist. Hat natürlich den Nachteil, dass man hier keinen Wagen anhängen kann. Dafür die Kupplung und die verkürzten Bremsschläuche. So. Das also, wie gesagt, an Sachen, die damit bei sind. Schauen wir uns das Modell jetzt genauer an. Erst einmal wunderschön gestaltet. Es ist eine komplette Neukonstruktion von ESO. ESO-typisch haben wir hier vorne Federpuffern. Das kann man jetzt hoffentlich
gut erkennen. Sie federn nicht viel rein, aber man sieht es wirklich, wenn man davor steht, dass die Puffer schön federn sind. Wir haben auch hier die Rangiertritte schön durchgeätzt. Das heißt, da haben wir wirklich auch, wenn wir mit dem Fingernagel drüber gehen, merkt man es auch richtig, dass da wirklich die Löcher drin sind, das auf allen vier Seiten. Wir haben hier oben auch die Handgriffe von den Rangiertritten auch wunderschön nachgebildet. Die Scheibenwischer hier oben in schwarz gehalten, auf beiden Seiten auch sehr, sehr schön. Schauen wir uns die Lok von oben an. Da haben wir natürlich hier das Allerwichtigste der Baureihe 218, wie ich finde, die Abgashutzen. Die brachten der Lok übrigens den Spitznamen Hase oder Rabbit ein. Ich als kleines Kind war fasziniert von der Lok. Es ist meine absolute Lieblingslok. Ich fand immer, wenn die Lok so vor einem steht und dann hier die Abgashutzen richtig schön die Abgase rauspusteten, sah das immer aus wie ein wütender Stier. Und ach, einfach nur herrlich. Hier oben, wenn wir die Lok dann wie gesagt leicht ankippen, haben wir ja oben auch die Lüftergitter sind durchbrochen. Also da kann man wirklich wunderschön dann reinschauen. Man merkt es auch, die gesamte Lok ist aus Metall. Hat natürlich den Vorteil, dass sie halt ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt und dann natürlich auch so einiges wegziehen kann. Hier die Tritte zum den Führerständen ebenfalls durchbrochene Ätzteile. Und dann hier auf der anderen Seite, da habe ich ja eben schon gesagt, da haben wir die Kupplung, hier kommen die Wagen dran. Und ja, das würde ich sagen, ist erst einmal der erste Eindruck. Wir haben hier auch die Handgriffe zum Führerraum aus Metall, nicht aus Kunststoff, in Silber gehalten. Und hier auch die Fenster in den Maschinenraum, die sind sehr gut einsehbar. Ja, ansonsten in Stichpunkten gehalten kann man über die Lok jede Menge sagen, nämlich, es ist eine Neukonstruktion von Rahmen und Gehäuse. Der Aufbau ist komplett aus Metall. Wir haben durchbrochene Lüftergitter im Dach, geätzte Laufgitter, mehrteilige Drehgestellblenden mit echten Stahlfedern, separat angesetzte Griffstangen und Trittstufen, gefederte Puffer, Kupplung in kulissengeführtem NEM-Schacht, einen fünfpoligen ESO-Motor mit zwei Schwungmassen, der Antrieb über Kardan, Schneckengetriebe auf drei Achsen mit zwei Haftreifen. Wir haben hier den LogSound 5 Decoder für DCC und Motorola sowie M4 und Selectrix Betrieb. Selbstständige Anmeldung an Zentrale mit Railcom Plus oder MFX Funktionalität. Ein Powerpack Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, wenn man zum Beispiel über Weichen fährt, die nicht polarisiert sind oder eventuell auch über dreckige Gleise. Lautsprecher mit großer Schallkapsel für höchsten Soundgenuss. Universalelektronik mit Steckschleifer und Schiebeschalter zum Umschalten zwischen Zweileiter- und Mittelleiterbetrieb. Das ist das, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Raucherzeuger synchron zum LogSound. Das heißt, wir haben hier schön auf den Sound abgepassten Sound. Das heißt, wir haben da auch einen kleinen Ventilator drin, der passend zum Sound dementsprechend viel Rauch herausbläst. Digitalisierte Originalgeräusche, sensorgesteuerte Kurvengeräusche bei langsamer Kurvenfahrt. Das heißt, die Sensoren in den Drehgestellen nehmen wahr, ob es sich um eine Kurvenfahrt oder eine gerade Fahrt handelt. Und in den Kurvenfahrten wird dann das Kurvengeräusch abgespielt. Wir haben fahrtabrichtungshängigen Lichtwechsel, zugseitig Spitzensignal abschaltbar, Rangierlicht, Führerstand sowie Führerpultbeleuchtung. Die Bremsfunktionen beim scharfen Bremsen, sprich, dass es in den Drehgestellen leicht flackert und natürlich, wie eben gesagt, die Pipette zum Befüllen des Raucherzeugers und eine zweite Kupplung liegen bei. Wir haben hier einen mindestbefahrbaren Radius von 360 mm, das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2 und wir haben eine Länge über Puffer. Was ich hier bei der Lok aber auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, was mir persönlich sehr gut gefällt, was es bisher leider nicht wirklich von anderen Herstellern gibt. Wenn wir die Lok mit der Funktionstaste 1, das Fahrgeräusch sozusagen, starten, haben wir, wenn der Motor wirklich dann zündet, also zuerst hört man die Schmiedelvorpumpe, dann startet der Motor durch und das frisst natürlich auch eine Menge Energie von der Batterie. Und wenn man das Spitzenlicht dann anhat, dann ist es genau wie beim Vorbild, dass das Spitzenlicht, also sprich die Lampen oder auch die gesamte Beleuchtung auf der Lok, kurz dunkel werden. Und wenn der Motor dann richtig gestartet ist oder durchgestartet ist und dann sozusagen lädt und dann die Stromversorgung sicher herstellt, wird das Licht wieder heller. Und das hat ESO hier auch umgesetzt und das finde ich wirklich
eine richtig schöne Sache. Das habt ihr ja gerade eben schon gesehen bei den Soundaufnahmen und das, wie gesagt, muss erwähnt werden, weil ich finde das eine wirklich richtig schöne Sache. Ich als absoluter Fan dieser Lok habe das wirklich bei anderen Herstellern vermisst und jetzt hier ESO hat es wirklich endlich umgesetzt. Eine richtig schöne Sache. Ja, das war's von unserem Modell. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Impressionen an und dann nochmal folgt noch mein Schlusswort. Da sind wir am Ende unseres Videos angekommen von dieser, wie ich finde, wunderschönen Lok. Ihr möchtet die Lok haben? Das ist kein Problem. Geht einfach auf unsere Homepage, dort oben in die Suchleiste eingeben ESO 31015, das ist nämlich die Artikelnummer von dieser Lok und dann könnt ihr die Lok ruckzuck in euren Warenkorb legen und euch dann liefern lassen. Sollten zu diesem Produkt hier noch Fragen eurerseits offen sein, könnt ihr diese natürlich gerne stellen, entweder hier unten in den Kommentaren oder direkt uns eine E-Mail schicken. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich dann bei euch melden. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss. We'll be right back.
Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen sollt.